Achtung, wir stellen euch ein neues Gerät der HIC Micro-Reihe vor, also bleibt auf jeden Fall dran. Willkommen zurück zu diesem Video, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euer Alex hier von Copter Pro und ich stelle euch in diesem Video ein neues Gerät vor, beziehungsweise die Condor-Reihe von HIC Micro und zwar die CQ-Reihe. C steht für Condor, Q für die maximale Qualität von 640x512 Pixel, also die höchste Auflösung, die es aktuell bei HIC Micro gibt. Und wir werden dieses Gerät zusammen mal aufbauen, euch mal ein paar Einblicke geben, wie dieses Gerät in der Praxis funktioniert. Für was stehen die restlichen Bezeichnungen bzw. die Zahl hinter den ganzen Bezeichnungen im Wärmebildbereich? Denn da blickt man ja irgendwann nicht mehr durch. Die Condor-Reihe, C für Condor, Q für die höchste Qualität. Und hier haben wir zwei Modelle, nämlich die 35er Linse und die 50er Linse, also den Objektivdurchmesser. Und für alle, die neu eingeschaltet haben, die Erklärung, was ist da der Unterschied? Die 35er Linse bzw. der Objektivdurchmesser 35 eignet sich für Wald und Feld und die 50er Linse eignet sich für die reine Feldjagd deutlich besser, denn wir haben quasi eine weitere Distanz, was wir mit dem 50er abdecken können. L steht für den Laser Rangefinder, denn wir haben hier ein Monokular, also ein Einhandgerät mit Schlaufe und einem integrierten Laserentfernungsmesser, der bis zu 1000 Meter weit geht und mit dem ich dann quasi ein Stück Wild markieren kann und sehe, wie weit ist das Stück Wild von mir entfernt. Ja, wir schauen mal in die Box zusammen rein, wieder hochwertig verarbeitete Box. Und hier haben wir es einmal in der Ausführung CQ50L und hier einmal in der Ausführung, steht hier immer auch an der Seite dran, CQ35L. So, man sieht das eigentlich anhand des Durchmessers vorne, die sind da meistens ein bisschen größer und wir haben hier einmal das Gerät ziemlich klein und handlich, können hier quasi reinschluppen, haben hier unten den Laserentfernungsmesser dran, hier vorne die Abdeckung, können das hier vorne scharf stellen und hinten den Dioptrienausgleich vornehmen. Dann haben wir hier so eine kleine, so ein kleines Drehrädchen, sage ich jetzt mal, so eine Öffnung, die kann ich hier auf Open drehen und kann das dann hier rausziehen und dann haben wir hier drin den Akku. Dann haben wir hier eine relativ hohe Akkulaufzeit von 4 bis 5 Stunden. Man muss es immer in der Praxis sehen, wie kalt ist es draußen, wie warm ist es draußen. Ist der Akku neu, ist der Akku alt? Ihr kennt es ja bei den Akkus, das ist ja so ein Parabelflug, sage ich immer, dass der Akku am Anfang nicht die volle Kapazität hat und am Ende quasi die volle Kapazität bekommt. Bei dem Gerät sind zwei Akkus mit im Lieferumfang mit dabei. Die sind auch nochmal hier richtig fest drinne und zwar in so einer kleinen Plastikbox. Und können dann geladen werden über das Ladegerät, das hier im Lieferumfang mit dabei ist. Beziehungsweise haben wir es hier versteckt. Hier haben wir einmal das Ladegerät, wo die Akkus quasi reinkommen. Und wir haben da noch weiteres Zubehör, nämlich einmal eine Trageschlaufe, ein Putztuch für die Linse, ein USB-C-Kabel, also USB auf USB-C-Kabel, um das Gerät direkt an den Computer anzuschließen, Bilder rüberzuziehen oder direkt über den Port hier laden zu können. Ja? Man kann aber auch den Akku entnehmen oder beide Akkus quasi über das Ladegerät laden. Ja, dann haben wir noch eine Bedienungsanleitung dabei und hier nochmal die Bezeichnung CQ35L durch den Laserentfernungsmesser. Ist ein kleines handliches Gerät, super zum Pirschen geeignet, kann man auch mal in die Tasche stecken. Hier nochmal die Abdeckung quasi mit dran, mit so einer kleinen Schlaufe, damit man es auch nicht verliert. Und dieses Gerät in der Praxis haben wir auch schon getestet, zeigen wir euch mal, wir blenden euch mal ein, wie verschiedene Wildarten mit der Condor-Reihe aussieht. Und hier gibt es auch mehrere Wärmebildeinstellungen, wie zum Beispiel White Hot, Black Hot und so weiter. Und wir haben hier auch wieder die Möglichkeit, die Condor-Reihe über unser Handy, über die HIC Micro Side App zu spiegeln, Bilder zu machen, Videos zu machen über die Tasten hier. Dann haben wir einmal hier den Laserentfernungsmesser, das Menü und auch nochmal den digitalen Zoom. Man hat hier die Möglichkeit, ein Foto zu machen oder wenn man lang gedrückt hält, quasi auf Video umzustellen, wieder lang gedrückt hält, das Video zu beenden und hat die Bilder direkt auf dem Handy, über die App oder eben auf dem Computer. Ja, super Gerät, super handlich, klein, finde ich eine coole Ergänzung zu zum Beispiel so einem Binokular, weil man hier ein Laserentfernungsmesser mit dran hat und wir kennen es ja. Ganz oft hat man das Problem, dass man nicht weiß, wie weit ist das jetzt, um zum Beispiel auch mal eine Sau strecken zu können, beziehungsweise angehen zu können. Und man verschätzt sich nachts vor allem bei den Entfernungen extrem. Und genau aus diesem Grund eignet sich so ein Laserentfernungsmesser zum Pirschen ideal. So ein
Binokular, also ein Fernglas quasi zum Pirschen, ein bisschen schwierig, denn dann ist man auf beiden Augen blind. Bei so einem Gerät guckt man quasi durch. Und hier auch nochmal der Reminder mit der App, die Live-Ansicht quasi im Auto unten hinstellen, wenn die Leute die sogenannte Gummipirsch machen, beziehungsweise fahren wir ja auch die Straßen ab und gucken mal in den Gegenhang oder auf die Felder oben und wissen, ob wir da überhaupt hingehen können, müssen, ob da irgendwo die Sauen Schaden machen, und dann eignet sich so ein Gerät ideal. Ja, ist ein sehr hochwertiges Gerät, bin überzeugt beim Test, hat wirklich Spaß gemacht, gerade durch den Laserentfernungsmesser. Akkulaufzeit ist super, und jetzt kommen wir zu den Entfernungen. Bei den Entfernungen der CQ-Reihe ist es so, wir haben ja das CQ35L und das CQ50L. Und bei dem 35er haben wir hier ein Sehfeld von 22 Meter auf 100 Meter und 15 Meter beim CQ50L auf 100 Meter. In den Entfernungen geben die beiden sich nicht so viel, denn das eine, also das 35er, kann auf 550 Meter noch wild ansprechen, oder man kann damit auf 550 Meter noch wild ansprechen, wobei das CQ50L auf 600 Meter auch noch sauber wild ansprechen kann. Lediglich die Entfernungen sind da nochmal unterschiedlich, denn mit den 50er Linsen hat man eine deutlich größere Range, die man abgucken kann. Bei dem 50er zum Beispiel 2600 Meter, wobei wir bei dem CQ35L nur 1800 Meter haben. Das heißt, man sieht mit den 50er Linsen quasi deutlich weiter. Das ist natürlich so eine Sache, wenn ich wild auf weite Distanz quasi finde, aber man muss ja auch das Ganze ansprechen können, und das ist auch nochmal ein bisschen witterungsabhängig, wenn Nebel ist, wenn ein bisschen Luftfeuchtigkeit ist, wenn die Sonne lang draußen war am Tag. Deswegen sage ich immer so 500 bis 600 Meter beim Condor ist eine gute Geschichte. Also, beim Condor haben wir nur zwei Modelle bzw. zwei Objektivdurchmesser, 35 und 50. Es gibt natürlich noch die CH-Reihe, die hat einen 25er Durchmesser ebenfalls mit integriert, also CH25L und CH35L. Da haben wir aber das Problem, dass wir wieder einen kleineren Wärmebildsensor haben, mit dem ich deutlich schlechter wild ansprechen kann, und die Entfernungen liegen da nur bei 300 bis 400 Meter. Das heißt, ich gehe immer auf einen hohen Wärmebildsensor mit 640 x 512 Pixel, wie wir es auch von den Drohnen gewohnt sind, und dann können wir vernünftig arbeiten, denn dafür sind die Geräte einfach zu teuer. Man spart da vielleicht ein paar hundert Euro, wenn man CH holt, ärgert sich nachher aber, dass man das Wild nicht mehr ansprechen kann. Ich hoffe, die Vorstellung der Condor-Reihe hat euch gefallen. Ich habe euch jetzt mal einen Einblick gegeben. Wir werden noch ein paar Aufnahmen einblenden, damit ihr mal seht, wie das Ganze aussieht, wenn man es in der Praxis verwendet. Und wir werden weiterhin mit den Produkten Tests durchführen, um euch auch wirklich nur das zu verkaufen, was auch wir selber nutzen und was wir auch selber empfehlen können. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier auf dem Kanal von Copter Pro. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke, gebt uns einen Daumen hoch und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon Geräte aus der Condor-Reihe im Einsatz habt. Ansonsten schaut auch gerne mal auf iTunes und Spotify vorbei, denn da haben wir einen richtig coolen Podcast, nämlich den Copter Pro Podcast. Tolle Gäste, tolle Themen, die wir da besprechen. Für den einen oder anderen, die im Auto unterwegs sind, bestimmt eine coole Ergänzung zu unseren YouTube-Videos. Bis dahin sage ich, macht's gut und Weidmannsheil, euer Alex von Copter Pro.